Meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren LS17 Video. Wie geht das, beziehungsweise alles über, ja, in dieser kleinen Reihe. Und heute schauen wir uns an alles über die Rübenernte. Ja, die Rübenernte ist ja etwas, ich nenne es mal jetzt nicht komplexer, definitiv nicht, aber sie bietet eine neue Möglichkeit im Landwirtschaftssimulator 2017 und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe hier ein Rübenfeld mal vorbereitet, es wurde dreimal gedüngt, um den maximalen Ertrag zu steigern. So, und wie ihr hier seht, sind schon große Maschinen am Stisselmannissel, aber wir gehen erstmal in den Shop rein, um zu sehen, was braucht ihr denn eigentlich für die Rübenernte. Gut, das findet ihr alles in der im Reiter Rübenernte. Und zwar kann man ja hier unterscheiden zwischen klein und groß. Die Maschinen, die wir jetzt hier benutzen, also sprich den Terrados T440 und den Terrafields 2 Echo, werdet ihr am Anfang euch nicht leisten können. Deswegen fangt ihr am Anfang mit der kleinen Gerätesorte an, und zwar den FT300 und den Roaster 604. So, bei der kleinen Kategorie bzw. beim Ernten hat sich nichts verändert. Ihr braucht den FT300 an einen Traktor vorne dran und den Roaster 604 hinten dran. Der FT300 ist dafür da, um das Blatt von den Zuckerrüben abzuschlagen, und erst dann könnt ihr mit dem Roadster das Ganze ernten. Ja, der Blattabschlager kostet 17.000, der Roadster kostet 88.000, hat dann auch eine Arbeitsbreite von 3 Metern, benötigt 134 PS in der Leistung, 90 Euro Unterhaltskosten am Tag und maximale Arbeitsgeschwindigkeit sind 10 km/h. Dauert also ein bisschen. Aber ihr müsst, wie im Vorgänger, dementsprechend auch erst Blatt abschlagen und dann mit dem Roaster loslegen. So, seid ihr jetzt schon weiter oder werdet ihr weiter im Spiel sein oder fangt damit an, whatever. Dann ist natürlich der Terrados T440 interessant, in Kombination mit den Terrafields 2 Echo, beziehungsweise in Kombination mit den HR9. Denn diese zwei gehören hier zusammen. Das HR9 ist der Aufsatz für den Terrados. Ja, das Ganze hat eine Arbeitsbreite von ganzen 4 Metern. Der Aufsatz kostet 78.000, ist relativ teuer, 80 Euro Unterhaltskosten am Tag, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h, 2 km/h schneller. Der Terrados hier kostet 1780 am Tag Unterhaltskosten, 626 PS, 1150 Liter Fassungsvermögen, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit, 1000 Liter Benzintank und 45.000 Liter Bunker. Und der Terrafields ist im Endeffekt dafür da, dass wir die Rüben, die wir am Rand dann abkippen, auch wieder auffüllen können. Ja, so einfach ist das Ganze. Ich habe das Ganze jetzt hier mal vorbereitet. Im Vorteil ist halt bei diesen großen, für alle die, die es nicht wissen oder jetzt neu sind, ne, alles heutzutage möglich, mit diesen müsst ihr das Blatt vorher nicht abschlagen, weil das ist in diesen Aufsatz hier mit integriert. Beim kleinen müsst ihr das Blatt vorher abschlagen. So, das Ganze hier einsteigen, dann einmal X klicken, dass sich die ganze Maschine hier ausklappen tut. Ist ein Biest, das steht außer Frage. So, und jetzt kann man damit schon ohne Probleme loslegen, wie man sieht. Ihr könnt mit Steuerung links und Z könnt ihr unterschiedliche Lenkeinstellungen einwählen. Ich habe beispielsweise jetzt hier Allrad. Dann geht es mal weiter in die Wendefahrt. Ja, das sieht das nämlich schon mal so aus. Dann Hundegang links. Hundegang rechts. Und dann auch wieder stinknormale Allradlenkung. Die Profis unter euch wissen genau, für was welche Lenkung jetzt am besten geeignet ist. Gerade Hundegang links, Hundegang rechts ist ja eigentlich dafür da. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob Hundegang links jetzt das ist, was wir hier in die Richtung brauchen. Ansonsten V-Klicken, dass das Ganze mal Robel runter geht. Und B zum Anschalten. Und dann eigentlich nur noch Spaß haben. Und ihr seht, im Hundegang links wirkt die Maschine halt so quer links gedreht. Aber das ist sehr angenehm. Sieht auch, wie gesagt, sehr interessant bzw. gut aus. Ja, und dann erntet ihr das Ganze im Endeffekt. Ihr seht jetzt schon 3000 Liter haben wir jetzt schon drin. Das ist nicht wenig, wie gesagt, dreifach gedüngt, also 90% Ertragssteigerung ist hier mit dabei.
Und ich muss wirklich sagen, es sieht so gut aus. Wirklich die Animation, das ist wirklich sehr, sehr nice. So, jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, alles klar, ich bin jetzt hier am Wendegang drinne, Hundegang rechts, Allradlenkung. Und wir schalten jetzt hier auf Wendefahrt, natürlich nicht vergessen, zack, das Ganze hier oben anzumachen. Dann Wendefahrt, einmal zurück, sehr gut. Und dann hier wieder auf Hundegang, halt, da muss ich hier dran, auf Hundegang rechts. Kann auch komplett, also statt links, wäre jetzt rechts richtig gewesen, statt rechts ist jetzt links. Die Profis unter euch wissen es. Aber ich glaube, das ist das Sinnvollste wie, oder das Logischste, würde ich jetzt durchaus mal behaupten. Aber ihr könnt mich auch gerne in den Kommentaren, sag schon, könnt mich auch gerne in den Kommentaren korrigieren. So, tja, und dann das Ganze jetzt hier. Natürlich solltet ihr jetzt nicht wie ich hier so rumstampeln, sondern schon die volle Arbeitsbreite mit ausnutzen. Und immer versuchen, relativ gerade zu halten, dass man jetzt hier auch nichts stehen lässt. Kann ich jetzt mehr oder weniger leider nicht umgehen. Wir haben schon 21% im Tank drin. Wie gesagt, es ist schon, der Ertrag ist schon wirklich nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, einmal anheben. Wieder hier vorne, dann zack, einmal auf links schalten, wieder runter und wieder geht's weiter. So, das machen wir jetzt mal mit 3 bis, das ist jetzt die dritte Bahn, machen wir mal bis zur vierten Bahn und dann werden wir das Ganze mal entleeren, wo dann auch der Terra Fellfields zum Einsatz kommt. Weil mit nur 13.000 Litern, die wir jetzt schon haben, ist das oder sollte das durchaus kein Problem sein, das Ganze so zu machen. Ich will hier nur gerade mal noch die Enten mitnehmen, genau. Ja, wir wollen ja nicht verschwenderisch sein. Und ihr seht schon, auch nicht optimal geflügt. das ist dann wieder, beziehungsweise ich habe... Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe geflügt, weil es mir gerade so einfällt. Und danach dementsprechend gleich drauf geerntet. Ich habe gar nicht gekubert. Ja, man vergisst immer und immer wieder was. So, wir machen mal die Maschine hier aus. Und sehen wir zu, dass wir hier in die Allradstellung kommen. Mit U fahrt ihr hinten das Rohr in Anführungsstrichen aus. Und dann können wir ja hier, wie gesagt, im LS17 standardgemäß mit der Steuerung Taste links und der Taste I sagen, alles klar, Juri, kipp hier ab. Und das werden wir jetzt dementsprechend auch tun. Ihr könnt natürlich auch während des Abladens, ne, ganz klassisch, euch bewegen und dann hier am Feldrand so einen wunderschönen Haufen platzieren. Zack, das soll es dann auch schon gewesen sein. Dann fahren wir mal hier mit der Erntemaschine etwas weg. So, machen das Ganze aus. So, sehr gut, die rollt noch ein bisschen aus. Und jetzt kommt diese Maschine ins Spiel. Ist jetzt natürlich, nennen wir es mal ein bisschen heavy für den kleinen Haufen hier, aber zu Demonstrationszwecken sollte das durchaus genügen. So, einfach einsteigen, dann dementsprechend, ich sage immer sehr viel dementsprechend, erstmal mit X das Fahrzeug aufklappen. So, nicht erschrecken, das ist eine, ja, nennen wir es mal, ziemlich breite Konstruktion mit sehr vielen Möglichkeiten. Ihr könnt erstmal standardgemäß vorne hier das Maul vorne hoch und runter nehmen. Mit Steuerung links und I könnt ihr auch wieder hier abladen, sprich wenn ihr es einfach auf einen anderen Verladepunkt nehmt, aber wir holen uns gleich noch einen Kipper. Aber mit Steuerung links und Y könnt ihr eure Kontrollgruppe wechseln. Das heißt, ihr habt hier oben linke Maustaste, wenn ihr die gedrückt haltet, ja, und hoch und runter macht, könnt ihr hinten das Rohr dementsprechend höher bzw. niedriger stellen. Mit der rechten Maustaste könnt ihr den Winkel bzw. noch ändern, also sprich weiter links, weiter rechts und so weiter und so fort. Das ist ebenfalls noch mit möglich. Und wenn ihr beide Tasten gedrückt hält, passiert in dem Sinne nicht. So, jetzt seid ihr in der Kontrollgruppe Kran. Beziehungsweise Rohr. Wenn ihr jetzt Steuerung Y klickt,
kommt ihr auf die Kontrollgruppe A. Das ist der hier vorne. Ja, den könnt ihr dann auch wieder linke Maustaste hoch, also beziehungsweise hoch, runter, links und rechts. Beziehungsweise dann mit der rechten Maustaste näher ran, beziehungsweise weiter wegnehmen. Wie man hier sieht. So, weiter weg, näher ran und so weiter und so fort. Weil das ist ja euer Werkzeug in dem Sinne, um dann jetzt hier vorne etwas zu machen. So, wir schalten mal kurz auf Steuerungsgruppe wieder hin. Denn ich muss das hier hinten einmal umklappen. Leider haut meine Maus-DPI hier nicht so ganz hin, dass das jetzt hier relativ schnell vonstatten geht. Deswegen versuche ich das Ganze mal hier. Jetzt funktioniert es ohne Probleme. Wir lassen es beispielsweise jetzt mal hier hinten. Und da holen wir uns jetzt einfach einen stinknormalen Traktor. Ich weiß, ihr seid Fan-Freunde, deswegen kaufen wir uns den Fendt 900. Und kaufen uns dazu noch einen wunderschönen Kipper. Da jetzt nicht allzu groß sein sollte. Hier der Acroliner, 3-Achser. Der reicht da vollkommen aus. Dann switchen wir da mal rein. Einsteigen. Das war der falsche. Hier einsteigen. Sehr gut. Anmachen. Und dann fahren wir jetzt mal unten drunter. Und dann verladen wir unsere Rüben mal auf. Und das ist es eigentlich im Groben und Ganzen auch schon. Es ist halt die Feldmaus, so nenne ich sie jetzt einfach mal, mit der ihr jetzt, und mit der neuen Funktion vom LS17, mit der ihr jetzt einfach die Rüben am Feldrand aufhäufen könnt und dann mit dieser schönen Feldmaus hier separat verladen könnt. Das ist hat in dem Sinne auch den Vorteil, sei es jetzt im Multiplayer oder halt auch im Singleplayer, ein sehr großer Vorteil. Ihr müsst nicht permanent dann hin und her, sondern haut sie am Feldrand an und ihr könnt sie später einfach wieder einsammeln. Ja, das spart Zeit ungemein. Und jetzt einfach mal hier anmachen. Mit der Steuerung Y-Taste. Jetzt könnte ich teilweise hier noch mit den Armen arbeiten. Ich glaube, der Arm ist größtenteils einfach nur Dekoration und hat jetzt nicht wirklich einen erhöhten Sinn dahinter. Und jetzt seht ihr ja schon, jetzt ist die Maschine voll. Die Maschine hat auch einen eigenen Tank. Beziehungsweise ein eigenes Füllvolumen, was dann irgendwann aber auch begrenzt ist. Das liegt jetzt daran, dass er nicht überlädt, weil natürlich wir sind nicht mit dem Hänger ganz unten drunter. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal hier unten drunter. So. Rückwärts fahren ist so eine Gunst. Zack. Fahren wir beispielsweise hier unten drunter. Und ihr seht, jetzt überlädt er das Ganze auch. Ich versuche jetzt noch den Hänger ein bisschen in Position hier zu bekommen, dass wir gleich auch noch weiter hinten, dass wir gleich noch ein Stückchen weiter vorfahren können mit der Maus. Ich werde ihn einfach mal so hinstellen, werde mal den Arm korrigieren. Aber ihr seht ja das, was ich euch damit sagen will, Overlay Steuerungsgruppe. Genau, so schön unten drunter, Steuerungsgruppe und jetzt wiederum ein Stückchen weiter vor. Und dann seht ihr hier auch, das dauert eine Weile, zack, das kommt jetzt hier hinten an, geht aufs nächste Förderband, geht aufs letzte, geht hinten auf dem Arm drauf und zack, landet jetzt wieder im Drescher. So, halt, jetzt müsst ihr natürlich dementsprechend aufpassen, ne, ist ganz klar. So, und ihr könnt natürlich das Ganze auch wieder auf ein anderes Feld kippen, beziehungsweise an eine andere Stelle kippen. Das funktioniert soweit auch ohne Probleme. Aber das ist es zum Groben und Ganzen in der Rübenernte zu sagen. Natürlich Verkaufstrigger suchen, die am meisten Geld bringen, ne? Das kleine 1x1 der Ökonomie. Und dann dementsprechend einfach Spaß haben. So, in dem Sinne will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Dankeschön. Och, guckt euch das an, wie geil das aussieht. Möchte euch gar nicht weiter aufhalten. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, hat euch irgendwo geholfen. Gerade wenn ihr Neueinsteiger seid. Oder halt allgemein nur meine Videos gerne schaut. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss.